Also Leute, es ist echt super spannend, die Messe hier. Also hier ist zum Beispiel der Kunde elektrisch aufgeschnitten und ich gehe jetzt einfach mal mit euch gemeinsam da durch, wie die Komponenten aussehen. Super spannend. Hier wird es erklärt mit der Long Range Battery, 64 kWh und Short Range, fast 40 kWh. Also was hier jetzt erklärt wird, das ist jetzt das Wireless Charging. Das war es jetzt hier unten auf dem Boden hier. Der Stromgeber und hier oben ist der Stromnehmer. So ist das hier eingehängt. Da gibt es noch einen Konverter, der ist blau da hinten. Da hängt ein Spiegel links, also nicht verwirren lassen. Jetzt gehen wir mal ein Stück weiter. Erstmal generell, dieser Kona ist ein schönes Auto. Der ist nicht riesig, aber der ist genauso die richtige Größe für Familien. Schaut euch das mal an. Hier ist nochmal der Fußboden aufgeschnitten unter dem Fahrer. Da sieht man die Kabel, Power Relay Assembly. Dann können wir hier so ein bisschen in das Armaturenbrett reinfilmen. Ja, ich gehe noch ein Stück zurück. Voilà. So, von vorne nochmal nach hinten filmen. So sieht das aus. Auch die Verarbeitung, also ich weiß nicht, das ist ja bestimmt handgedengelt hier. Aber sieht ganz gut aus. Ich glaube, ich kann mich mal da vorne in einen reinsetzen. Machen wir jetzt mal. Hier ist so ein Safety Plug. Machen wir hier. Da kann man wahrscheinlich den Stecker ziehen, wenn es gefährlich wird. Ansonsten ist das wirklich ein wunderschönes Armaturenbrett. Auch hier die Mittelkonsole. Ja, nicht die besten Materialien, aber doch. Okay. So, diese schwarzen Dinger hier ist nicht jedermanns Sache. Ja, das ist so, das wirkt wirklich ein bisschen plastikhaft. Aber wahrscheinlich ganz günstig dann im Austausch, wenn man dann auch einen Unfall macht da in der Ecke. Schöne Pfalz. Ja, wieder Plastik. Wobei, ja, wie schon gesagt, die Vorteile sind natürlich, dass man das relativ leicht austauschen kann. Jetzt haben wir mal einen richtigen Kona hier, also mit Klappe hier vorne, also so wie er auch gebaut wird und ausgeliefert wird. Dann machen wir die Klappe mal auf. Voilà. Ja, separat bedienbare Stecker, einmal oben Typ 2 und unten der CCS. Genauso wie es sich gehört. Und hier noch ein schönes Batteriesymbol. Ja, die Wabenstruktur ist nicht jedermanns Sache hier, aber mir gefällt es, ich finde es gar nicht schlecht. So, einen Frank gibt es aber nicht. Jetzt schauen wir mal rein, wie es da aussieht. Da ist doch einiges drin. Also, so wie bei Tesla, dass das so ein bisschen nach hinten gerutscht ist und aufgeräumt ist, dass man da ein bisschen Kofferraum und so. Ist ja nicht. Zoll Volt Batterie. Ja, hinten ist so ein bisschen weniger Platz. Also, das ist schon ein kleines, ist ein enger. Wahrscheinlich ist aber der Sitz ganz hinten. Also hier ist jetzt meine Hand. Das ist nicht viel hier. Das ist doch ein kleines Auto. Also für meine Frau wird es aber reichen. Also ich glaube schon, dass ihr das gefallen würde. Weil die will ja eigentlich ein großes Auto von innen und ein kleines von außen. Ja, also so 5 Meter innen und außen 2 Meter. Das ist ein guter Kompromiss, würde ich mal sagen hier. Genügend Kofferraum ist auch da. Ich kann mich jetzt da nicht reinlegen, aber mal so von der Seite reinfilmen. Also schon ganz ordentlich. Oh, das sieht man jetzt aber wirklich nicht. Naja. Also ich würde sagen, nicht Model 3, aber schon üppig für normal zum Einkaufen. Und der Hund würde auch gut reinpassen. Machen wir mal die Tür auf hier. Das Dach. Wahrscheinlich macht das der Oliver von 163 Grad noch viel professioneller. Also schaut euch auch seine Videos an. Der ist nämlich auch auf der Messe heute. Leider hat er sich noch nicht gemeldet bei mir. Aber vielleicht sehen wir uns ja noch. Jetzt gehen wir mal rein. Zweifarbiges Armaturenbrett, dreifarbig sogar. Blau, also beige. Beige, blau und dann noch so dunkelgrau. Gehen wir mal rein.
Armaturenbrett sieht ähnlich aus. Armaturendarstellung. Ups. Sieht ähnlich aus wie beim Hyundai Ioniq, würde ich mal sagen. Ist auch ein Hyundai. Also. Das sieht eigentlich ganz okay aus. Ist auch ein bisschen weich. Der Bildschirm ist cool. Ist irgendwie so wie beim Model 3. Bisschen halt eben reingesenkt noch hier in die Mittelkonsole von oben. Wie so reingesteckt wirkt das Teil. Aber sieht sehr, sehr edel aus. Und dann haben sie hier diesen cooles Head-Up-Display, was da so rausfährt. Ist nicht jedermanns Sache. Ich weiß es auch nicht so genau, wie das funktionieren soll. Na, lassen wir uns mal überraschen. So. Ansonsten. Ja, USB-AUX. Bluetooth-Anzeige. Drive-Mode. Wunderbar. Würde mir gefallen. Also, Annette. Ich glaube, wir machen mal eine Reservierung, oder? Oder doch aufs Model 3? Ach Mensch, ich bin echt so unentschlossen. Auf jeden Fall der Dachhimmel und so, das ist so gleich wie beim Model 3, wo sich alle aufgeregt haben, dass es nicht so schön ist. Aber ich meine, okay. So, das ist eigentlich das ist auch ein Game-Changer-Auto, würde ich mal sagen, weil ich sehe keinen deutschen Hersteller, der jetzt so ein Auto anbietet. Man kann das jetzt reservieren. Und ich weiß nicht, ich werde mal fragen, ob mir jemand Antwort geben kann. Ob es dieses Jahr schon ausgeliefert wird, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann man hier drin sitzen und ich habe gehört, man kann es reservieren. Also nicht schlecht, nicht schlecht. Vor allem mit dieser riesigen Batterie, überlegt mal, ja, 60 Kilowattstunden. Das heißt, das ist, also Ladeangst gibt es da nicht mehr. Keine Ladeangst. Reichweite heißt ja Reichweitenangst. Ladeangst haben wir sowieso. Ja, genau, Ladeangst gibt es nach wie vor. Wir haben ja keinen Tesla Supercharger. Oh, ich sehe gerade das Head-Up-Display. Ich muss mal noch das Head-Up-Display sehen, zeigen. Guck mal hier. Da sieht man jetzt das Head-Up-Display. Seht ihr das? Ah, ist gar nicht so uncool. Das Head-Up-Display aus. Gar nicht schlecht. Lustig. Man sitzt so ein bisschen erhöht. Das ist also ein schöner Knick hier. Also manche Leute mögen das ja auch. So, das gibt das erhöhte Gefühl auch. Lenkrad ist relativ senkrecht. Auch passt auch. Nochmal die Tür zumachen. Ich hoffe, dass niemand meinen Koffer klaut hier. Ups. Ja, ich sehe ihn jetzt im Spiegel. So. Tesla Markus im Hyundai Kona. Gar nicht schlecht, oder? Kann man doch lassen. Also mir wird das Auto schon gefallen. Schönes Glasschiebedach da oben noch. So. Die Frage, ist es jetzt teurer als Model 3? Ich denke ja. Mit der 60 Kilowattstunden Batterie auf jeden Fall. Ja, das müssen wir mal vergleichen. Auf jeden Fall ist es eine Stufe kleiner als das Model 3. Gut. Auf jeden Fall. Gut, dann schauen wir mal kurz in den Ioniq rein. Ich habe jetzt gerade mit dem Hyundai-Mitarbeiter gesprochen. Der sagt, man kann noch nicht reservieren, muss aber zu seinem Hyundai-Partner gehen. Also es geht auch nicht online irgendwie individuell, sondern man muss wirklich zu seinem lokalen Hyundai-Händler gehen. Aber ich habe ja gehört, das hat schon jemand gemacht. Guck mal, sieht doch sehr, sehr ähnlich aus. Es riecht auch ähnlich. Was ich jetzt hier ein bisschen anders finde, ist, dass dieser Bildschirm, ja, der ist viel, viel kleiner als eben im Kona. Viel, viel kleiner. Und das Ganze hier sieht auch nicht besser aus. Ein bisschen viel, auch nicht. Also ich musste mal rüber zum Kona. Von der gefühlten Breite her ungefähr ähnlich, aber man sitzt wie in einer Limousine. Also Leute, die so ein bisschen gerne hochsitzen wollen, Kona ist schon eine tolle Sache, da steht er noch. Das Einzige, was hier so ein bisschen größer ist, ist der Fußraum hinten. Auf jeden Fall eine Handbreit größer als im Kona. So, ich habe noch mal ein paar Updates bekommen hier von den Hyundai-Leuten zum Kona. Also der Kona soll auf jeden Fall das höherwertige Auto sein als der Ioniq, aber es liegt auch an der Batterie, hat man mir gesagt. Die 60 Kilowattstunden Batterie wird natürlich ihren Preis haben. Und er kann jetzt reserviert werden beim örtlichen Hyundai-Händler. Und er sagte mir, dass es durchaus eine gute Chance gibt, dass man den schon im Sommer 2018 beziehen kann, den Wagen. Das wäre natürlich was. Good.
train ever.